So, Freunde der Sonne, da sind wir am Ende unserer Vorlesung. Naja, fast am Ende, denn einen habe ich noch. Also, holt euch einen Tee, macht's euch gemütlich, los geht's. Ja, liebe Studierende, Sie werden vielleicht gemerkt haben, dass dieser Einstieg doch ein bisschen ungewöhnlich ist. Ganz anders, als ich es bisher in den bisherigen Sitzungen zu unserer Vorlesung gemacht habe. Drum hier nochmals nachgeholt. Herzlich willkommen zu dieser Sitzung unserer Vorlesung Einführung in die angewandte Linguistik. Es soll heute um Wissenschaftskommunikation gehen und Sie werden es erkannt haben, denke ich, dass ich versucht habe, ein ganz berühmtes Wissenschaftskommunikationsformat hier zu kopieren, nämlich MyLab. Wir werden darauf später noch eingehen. Was haben wir heute vor? Zunächst mal die Frage, was ist überhaupt Wissenschaftskommunikation? Ich möchte Ihnen einen Einblick geben, was man linguistisch an Wissenschaftssprache erforschen kann. Und dann wollen wir uns Popularisierungsstrategien anschauen. Ich möchte dann auch noch den Blick erweitern auf neuere Formen von Wissenschaftskommunikation mittels digitaler und auch sozialer Medien, was ich gerne als Transfer und Retransfer beschreiben möchte. Wir werden sehen, dass wir Wissenschaftskommunikation auch als eine Form von Interaktion mit der Öffentlichkeit beschreiben können. Und zum Abschluss und auch zum Abschied möchte ich gerne noch das Thema Open Science ansprechen. Die Lernziele bestimmen sich wie folgt. Sie können die Unterscheidung zwischen interner und externer Wissenschaftskommunikation erklären und erläutern, welche Rolle Sprache jeweils spielt in diesen beiden Typen von Wissenschaftskommunikation. Und dann geht es um stilistische Strategien der Wissenschaftssprache, wie auch um Popularisierungsstrategien in der externen Wissenschaftskommunikation. Da müssen Sie die relevanten Strategien benennen und auch erläutern können. Und das heißt ja auch immer anhand von Beispielen auch erklären. Und schließlich das letzte Lernziel, das ist nicht wirklich ein klausurrelevantes Lernziel, aber es ist mir persönlich ein Anliegen, dass Sie wissen, was Creative Commons sind und warum sie auch für die Wissenschaft so wichtig sind. Was ist also Wissenschaftskommunikation? Ich möchte mit einem berühmten Zitat von Harald Weinrich gerne beginnen. Ich lese es vor, denn die Wissenschaft, so schreibt er, ist von Grund auf eine kommunikative Veranstaltung. Eine Erkenntnis erhält ja noch nicht dadurch ihren Wahrheitswert, dass sie in einem Kopf aufblitzt, sondern sie kann erst dadurch wissenschaftliche Geltung erlangen, dass sie in einem geregelten Verfahren der wissenschaftlichen Öffentlichkeit unterbreitet und auf diese Weise der Kritik ausgesetzt wird. Allein diese offensichtliche Tatsache rechtfertigt es schon, für jede wissenschaftliche Tätigkeit, welches auch ihr Fach sei, eine sprachliche Verfasstheit anzunehmen und dieser Sprachförmigkeit hohe wissenschaftliche Relevanz zuzusprechen. Ja, wir sehen also, um überhaupt Wissenschaft betreiben zu können, müssen wir kommunizieren und wir müssen zumindest in unserem derzeitigen Wissenschaftssystem immer auch sprachlich kommunizieren. Deswegen ist einfach eine hohe sprachliche und fachsprachliche Kompetenz gewissermaßen Bedingung dafür, dass wir Wissenschaft betreiben können. Es zeigt aber auch, dass die Linguistik hier gefordert ist, um genau diese sprachliche Verfasstheit von Wissenschaft und wissenschaftlicher Kommunikation zu beschreiben. Und dazu soll es heute ein paar Inputs geben. Generell müssen wir sagen, wenn wir also uns aus einer linguistischen Perspektive Wissenschaft anschauen, dass wir hier Wissenschaft selbst zum Thema machen. Ja, also Wissenschaft kann sich ja mit allem Möglichen beschäftigen, sie kann aber auch sozusagen reflexiv den Blick auf sich selber lenken und sich selbst zum Gegenstand machen. Und das macht nicht nur die Linguistik, da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Ansätzen, die ich Ihnen vorstellen möchte. Wissenschaftsgeschichte natürlich, das kennen wir alle. Sie alle haben bestimmt schon mal irgendwas in dieser Art gelesen, wenn Sie von Galileo Galilei lesen zum Beispiel oder von Immanuel Kant und in der Linguistik von de Saussure und Karl Bühler, dann finden Sie immer auch wissenschaftshistorische Einordnungen. Insofern ist das ein wichtiger Teilbereich der Geschichtswissenschaft, Wissenschaftsgeschichte. Es gibt dann auch sowas wie Wissenschaftstheorie, was eher als Teil der Philosophie normalerweise angesehen wird, wenn wir uns Gedanken machen darüber, welche logische Struktur eigentlich wissenschaftliche Aussagen haben. Sowas wie Axiome, Theorien, Begründungen, Erklärungen. Wie sind die genau zu beschreiben und wie verketten sie sich zu ganzen Aussagensystemen? Denn Theorien sind
letztlich auf eine bestimmte Art und Weise strukturierte Aussagensysteme. Sie kennen vielleicht noch aus der Einführungsvorlesung sowas wie Poppers Falsifikationismus. Ja, also eine Theorie ist dann valide, wenn sie sich auch falsifizieren lässt. Und das sind alles Dinge, die in der Wissenschaftstheorie angesiedelt sind. Es gibt auch sowas wie eine Wissenschaftssoziologie, dass wir uns klar machen, dass Wissenschaft und Wissenschaftlerinnen sich in Institutionen zusammenfinden, Communities bilden und als solche Teil der Gesellschaft sind. Wir nehmen also Wissenschaft als soziales System in den Blick und Wissenschaftlerinnen als soziale Akteure. Und alles, was wir in der Soziologie so zur Verfügung haben, kann natürlich auch auf diesen Teilbereich der Gesellschaft angewendet werden. Ja, die Universität als Institution, Scientific Communities und so weiter und so fort. Und quer dazu nun steht das, was ich jetzt mal die Wissenschaftskommunikationsforschung nennen möchte. Man könnte sagen, das ist auch ein eigener Bereich, aber eigentlich spielt es in allen drei genannten Subdisziplinen oder Perspektiven eine wichtige Rolle. Ja, in der Wissenschaftsgeschichte können wir uns auch anschauen, wie dort jeweils kommuniziert wurde und wie sich auch die Kommunikationsweisen über wissenschaftliche Erkenntnisse geändert haben. Auch in der Wissenschaftstheorie gibt es Ansätze, die eher kommunikationsorientiert sind, die sozusagen von bestimmten kommunikativen Situationen, zum Beispiel der Rechtfertigung und der Begründung ausgehen und daraus versuchen herzuleiten, wie die logische Struktur von wissenschaftlichen Aussagen aussieht. Und natürlich Wissenschaftssoziologie auch, ne? Denn einem berühmten Diktum von Niklas Luhmann folgend, das, was Gesellschaft auszeichnet und unterscheidet von individuellen psychischen Systemen, ist die Kommunikation. Also was ist Gesellschaft? Eigentlich Kommunikation. Wie finden sich also Wissenschaftlerinnen in Communities zusammen, dadurch, indem sie auf eine bestimmte Art und Weise kommunizieren? Das also allgemein, wie Wissenschaft ein wissenschaftlicher Gegenstand werden kann. Jetzt engen wir das Ganze noch ein bisschen ein auf das Thema Linguistik und schauen uns an, wie eigentlich Wissenschaft ein linguistischer Gegenstand werden kann. Auch da gibt es verschiedenste Ansätze. Auch hier zunächst mal ein historischer Blick. Wir können uns im Rahmen einer Sprachgeschichte uns anschauen, wie sich eigentlich die Wissenschaftssprache herausgebildet und weiterentwickelt hat. Und da gibt es bestimmte Etappen. Denken wir nur daran, dass am Ende des Mittelalters und hin zur frühen Neuzeit das Lateinische als Lingua Franca in der Wissenschaft langsam abgelöst wird und sich das Deutsche als Wissenschaftssprache etabliert. Aber das Ganze setzt sich ja bis in die Gegenwart fort. Wissenschaftssprache ist ständig in Entwicklung und im Fluss. Was man auch daran sehen kann, dass sich immer wieder neue Textsorten herausbilden. Sowas wie ein Zeitschriftenartikel, wie wir ihn heute kennen, oder auch neuere Formate, wie zum Beispiel Blogs oder Podcasts, die eine wichtige Rolle spielen, auch in der Wissenschaft. Wie sich das herausbildet, das kann man natürlich historisch rekonstruieren. Wir können uns anschauen, das wäre sozusagen ein Pendant zur Wissenschaftstheorie, welche erkenntnisleitende Funktionen eigentlich Wissenschaftssprache hat. Ja, denn wir müssen uns vielleicht lösen von der Vorstellung, dass wir sowas wie eine wissenschaftliche Erkenntnis haben, die sprachunabhängig funktioniert, die dann nur noch kommuniziert werden muss. Zumindest in den Geisteswissenschaften ist es so, dass die Sprache, mittels derer wir unsere Gedanken fassen, natürlich maßgeblich prägenden Einfluss hat auf die Art und Form unserer wissenschaftlichen Erkenntnisse. Ja, und welche Rolle spielen zum Beispiel Metaphern und andere sprachliche Phänomene in der wissenschaftlichen Erkenntnis? Und schließlich, das wäre das Pendant zur Wissenschaftssoziologie, wir können uns fragen, welche sozialen Funktionen erfüllt eigentlich Wissenschaftssprache in verschiedenen Anwendungsdomänen, wissenschaftsintern, wissenschaftsextern, in bestimmten medialen Konstellationen und so weiter. Das müsste Sie eigentlich erinnern an den Beginn unserer Vorlesung, wo wir von der sozialen Bedeutung von Sprache und später auch von der sozialen Bedeutung von Varietäten gesprochen haben. Natürlich ist Wissenschaftssprache eine Varietät, die auch gruppenbildende Funktionen zum Beispiel hat. Ja, wir kommen später noch drauf zurück.
Und ganz wichtig ist nun, wenn wir uns fragen, welche Rolle spielt Sprache in der wissenschaftlichen Kommunikation, dass wir ganz grundlegend zwei Typen unterscheiden. Wir haben die interne und die externe Wissenschaftskommunikation. Intern ist alles das, was wirklich im Wissenschaftssystem verbleibt. Wenn ich auf eine Konferenz fahre und einen Vortrag halte, wenn ich einen Journal-Artikel schreibe, aber auch, was wir jetzt gerade machen, wenn ich also in einer Einführungsvorlesung Sie in ein wissenschaftliches Gebiet gerade einführe, dann ist das interne Wissenschaftskommunikation, die intensiv beforscht wird. Wir haben aber auch externe Wissenschaftskommunikation, wenn wir davon ausgehen, dass es Wissenschaft nur ein soziales System unter vielen ist. Es gibt dann auch noch Kunst, die Wirtschaft, oder allgemein die Öffentlichkeit, wie also aus der Wissenschaft heraus mit anderen Akteurinnen und Akteuren kommuniziert wird, Politikberatung oder Ähnliches, dann sind wir in der externen Wissenschaftskommunikation. Auch hier spielt Sprache eine ganz maßgebliche Rolle. Wir müssen also Wissenschaft vermitteln, erklären, popularisieren, und das tun wir sprachlich. Und wie genau das zu beschreiben ist und was es hier für interessante Phänomene zu beobachten gibt, das werde ich Ihnen im weiteren Verlauf der Vorlesung zeigen. Aber schauen wir uns nochmal an einem Beispiel, die Unterschiede zwischen interner und externer Wissenschaftskommunikation. Das hier ist ein klassisches Beispiel von interner. Das ist ein Journal-Artikel, wie sie halt im innersten Kern sozusagen der Wissenschaft erscheinen. Hier ein naturwissenschaftlicher Artikel aus der Medizin, genauer gesagt. Hier geht es um das Coronavirus. Und vielleicht haben Sie schon mal solche Studien gesehen im Original. So sehen die halt aus. Am Anfang kommt die Summary und da gibt es ganz klare Vorgaben, wie die gegliedert sein müssen. Mit Background, Methods, Results, Discussion und so weiter. Auch ganz typisch, dass hier sehr, sehr viele verschiedene Personen daran beteiligt waren. Und das können wir, wenn wir Englisch beherrschen, lesen und können es verstehen, aber wir können es auch nicht wirklich verstehen, wenn wir nicht wirklich Fachleute sind, denn das ist eben hochspezialisierte Kommunikation, die sich wirklich an ein sehr, sehr begrenztes Fachpublikum richtet. Dann haben wir sowas hier, Lehrbücher, die sich schon an eine größere Öffentlichkeit richten, aber immer noch fachintern. Das richtet sich an Medizinstudierende oder auch Biologiestudierende oder Ähnliches, aber eher nicht an interessierte Laien. Wenn wir da reinblättern in dieses Buch, dann sehen wir, dass es doch viel zu detailliert ist und viel zu sehr auf die Details eingeht und eben auch vorbereiten soll, um letztlich solche Artikel verstehen zu können. Wenn wir uns tatsächlich jetzt hin zur externen Wissenschaftskommunikation bewegen, und Sie sehen schon, es ist ein Kontinuum. Ja? Es sind nicht zwei streng getrennte Bereiche. Das hier ist sozusagen noch intern, aber schon näher am Pol zum Externen. Aber wenn wir jetzt hier hingehen, das ist jetzt klassische externe Wissenschaftskommunikation. Sie kennen diesen berühmten Podcast mit Christian Drosten und Sandra Ziesek, wo aktuelle Studien, wie sowas hier besprochen werden, erklärt werden, aber ganz gezielt für eine interessierte Öffentlichkeit. Und wir finden dann inzwischen auch sowas hier, eine interessante Form. Christian Drosten hat einen Twitter-Account, das wissen Sie vielleicht, unglaublich viele Follower. Und wenn er hier einen Artikel retweetet, oder nicht mal er selbst, sondern dieser Martin Moder hier, twittert ein Nature-Artikel, ein Journal-Artikel, Christian Drosten retweetet das, und worauf es mir ankommt, ist hier unten, schauen Sie mal, innerhalb kurzer Zeit so viele Likes und sehr viele Replies und Retweets mit Drukos und so weiter. Sie sehen also, dass in den digitalen Medien dann sich hier sehr rasch Anschlusskommunikation anschließt, an der sich ganz viele beteiligen können. Nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern die gesamte Öffentlichkeit, die Zugang zu Twitter hat, und das sind letztlich sozusagen alle, die wollen. Ja, und das öffnet natürlich nochmals das Feld der Wissenschaft und der Wissenschaftskommunikation. Ja, wir werden all diese Punkte der Reihe nach durchgehen. Ich möchte jetzt zunächst auf die interne Wissenschaftskommunikation eingehen.
wo wir eine bestimmte Sprachvarietät beobachten können, die wir mal grob die Wissenschaftssprache nennen können. Und die lässt sich natürlich linguistisch beschreiben. Schauen wir uns nur mal ein Beispiel an. Ein wahllos herausgegriffenes Beispiel aus der Zeitschrift für germanistische Linguistik. Ein Artikel von Mathilde Hennig. Bitte ignorieren Sie mal diese. So, Entschuldigung, ich musste gerade die Messages ausstellen. Wo war ich? Ein x-beliebiger Zeitschriftenartikel, also wirklich ein Artikel, der sich an ein Fachpublikum und auch nur an ein Fachpublikum richtet und brandaktuelle Forschungsergebnisse präsentiert und diskutiert. Schauen wir mal rein. Dem Gegenwartsdeutschen wird im Allgemeinen eine Neigung zur nominalen Ausdrucksweise attestiert, die häufig mit dem Begriff Nominalstil zusammengefasst wird. Die gegenwartssprachliche Neigung zum Nominalstil wird in der sprachhistorischen Forschung als eine Folge einer kontinuierlichen Entwicklung von einer stärker verbalen hin zu einer stärker nominalen Satzorganisation beschrieben. Mir soll es jetzt gar nicht darum gehen, worum es in diesem Artikel speziell geht und welches Phänomen Mathilde Hennig behandelt. Mir geht es um den Sound. Den Sound, den wir sofort als wissenschaftlich erkennen. Auch wenn wir keine Ahnung haben, also Sie sind ja Linguistinnen und Linguisten, deswegen haben Sie so ein bisschen eine Ahnung, was Satzorganisation ist. Vielleicht wissen Sie auch, was Nominalstil ist. Sie können was anfangen von einer, was, wenn es da heißt, Gegenwartsdeutsch, was genau darunter gefasst wird. Deswegen haben Sie eine Ahnung davon, aber darum soll es mir nicht gehen, sondern mir soll es darum gehen, dass wir es sofort intuitiv aufgrund der Art und Weise, wie es formuliert ist, sofort als einen wissenschaftlichen Text erkennen. Allein schon, schauen Sie mal hier, diese Quellenangaben, das ist ein ganz wichtiges Signal, aber auch andere sprachliche Merkmale, die wir dann nachher uns im Einzelnen anschauen wollen. Und solche Wissenschaftssprachen kann man also linguistisch auf vielfältige Art und Weise beschreiben. Der naheliegendste Zugang ist wahrscheinlich, dass wir Wissenschaftssprache als Fachsprache analysieren. Auf Englisch heißt Fachsprache, und das finde ich eine ganz interessante Formulierung, Language for Special Purposes, die auf die besonderen Anforderungen der internen Wissenschaftskommunikation zugeschnitten ist. Ja, also für ein sehr begrenztes Fachpublikum. Es muss auf engem Raum, müssen die relevanten Fakten vermittelt werden. Man muss sich aber auch angliedern können an den Forschungsstand. Es muss möglichst objektiv und sachlich kommuniziert werden. Und für das gibt es alles sprachliche Mittel und sprachliche Konventionen. Wir können uns dann an der Sprachoberfläche anschauen, was zeichnen solche Fachsprachen aus. Dann finden wir Terminologien. Ja, gehen wir nochmal zurück. Eben, wir finden hier sowas wie Nominalstil oder Satzorganisation, Gegenwartsdeutsch. Das sind alles Termini, die genau definiert sind und wo wir auch Nachschlagewerke haben, wo wir nachlesen können, was die bedeuten. Wir haben bestimmte syntaktische Eigenarten. Der Nominalstil, der Thema ist bei Mathilde Hennig, findet sich auch wieder in ihrem eigenen Schreiben. Ja, eine ganz interessante Metaebene, also das, was sie analysiert, praktiziert sie auch selbst. Und wir finden textsortenbezogene Eigenschaften. Ich habe Ihnen jetzt nur einen Ausschnitt formuliert, aber natürlich hat dieser Artikel ein Literaturverzeichnis, hat Fußnoten, hat ein Abstract zu Beginn, hat Zwischenüberschriften, die durchnummeriert sind, und all das sind eben textsortenbezogene Eigenschaften. Und wir haben pragmatische Aspekte. Ich hatte das vorhin schon angedeutet, eine gruppenbildende oder communitybildende Funktion. Wissenschaftssprachen sind Sondersprachen, wie andere auch. Wie zum Beispiel Jugendsprachen oder wie die Skatersprache oder was auch Gamersprache, was auch immer, mit Fachausdrücken oder Jargonwörtern, die nur die Einzelnen, die nur Mitglieder dieser Community verstehen, aber dann auch sehr präzise verstehen. Und so ist es hier eigentlich auch. Ja? Es schließt alle ein, die zur Community gehören, und schließt aber auch alle anderen aus. Das ist nicht unbedingt gezielt sozusagen die Funktion davon, also nicht unbedingt die Absicht dahinter, aber es ist faktisch so, dass es eben solche gruppenbildende Funktion hat. Wichtig ist auch noch, dass wir uns klar machen, dass es über die lexikalischen
Besonderheiten hinaus, die eben genauestens definiert sind und auch fachspezifisch sind, auch sowas wie eine alltägliche Wissenschaftssprache gibt. So hat Konrad Ehlich das beschrieben. Schauen Sie mal solche Formulierungen an, wie in Anlehnung an, im Folgenden, ausgehend von, auf dieser Basis. Das sind wissenschaftssprachliche Fügungen, die sich wahrscheinlich in allen Wissenschaften beobachten lassen, also damit, die können Sie verwenden in den Ingenieurswissenschaften, genauso wie in der Politikwissenschaft oder auch in der Linguistik. Aber sie sind eben sehr häufig, sie lassen sich sehr häufig beobachten. Da gibt es auch Studien zu, von Sarah Brommer kann ich da eine interessante Studie empfehlen, die mit korpuslinguistischen Methoden solchen Formulierungsweisen nachgeht. Und wenn Sie Hausarbeiten zu schreiben lernen, müssen Sie auch das mitlernen. Sie müssen nicht nur lernen, wie Sie die Fachterminologie verwenden, sondern Sie müssen auch lernen, wie Sie das einsetzen. Und das ist auch für Sprachlernende schwierig. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie auf Anhieb wissen, wie man in Anlehnung an oder ausgehend von auf Englisch sagt, ja? Damit es auch wirklich das angemessene fachsprachliche Register trifft. Aber da gibt es eben auch Wörterbücher dafür. Das wäre die alltägliche Wissenschaftssprache. Und wir können uns klar machen, dass die Wissenschaftssprache sozusagen in so konzentrischen Kreisen gegliedert ist. Wir haben sowas wie die wissenschaftliche Erkenntnis, die aber sprachlich ausgedrückt wird oder mittels Medien sozusagen kommunizierbar gemacht werden muss. Und die grundlegende Medialität von Wissenschaft ist eben ihre sprachliche Verfasstheit. Wir finden dann eben sowas wie Terminologien, aber auch bestimmte Formulierungsroutinen, wie zum Beispiel im Folgenden oder auch erstens, zweitens, drittens, solche Gliederungsformen, die wir sehr häufig finden in wissenschaftlichen Texten. Es gibt gesprochene Wissenschaftssprache, klar, in Vorträgen, in Vorlesungen, aber sehr viel von dem, was Wissenschaftssprache auszeichnet, lässt sich doch darauf zurückführen, dass wir typischerweise uns in der geschriebenen Sprache bewegen, in der Wissenschaft. Und dann finden wir eben eine schriftsprachliche Syntax, eine Syntax, die sehr komplex ist, mit vielfach verschachtelten Nebensätzen, sehr vielen Hypotaxen, Dinge, die wir so in der gesprochenen sprachlichen Syntax nicht finden. Auch das muss man also mit im Blick haben, wenn man Wissenschaftssprache untersucht, was die Schrift im Besonderen noch einbringt an sprachlichen Phänomenen. Und dann ist es ja so, dass die Schrift meistens nicht, ist meistens keine Handschrift, sondern typischerweise haben wir Druckerzeugnisse. Und auch hier finden wir nochmals Dinge, sowas wie Druckkonventionen, bestimmte Paratexte, eben der wissenschaftliche Apparat, Fußnoten, Literaturverzeichnisse, dass wir sowas wie ein Abstract haben, dass wir häufig in den Kopfzeilen nochmals haben, links auf der Buchseite der Titel des Beitrags und rechts der Name der AutorInnen. Das sind alles Konventionen, die sich aber herausgebildet haben und die Wissenschaftssprache, wie sie uns medial begegnet, ganz wesentlich auszeichnet. Das ist das Bild, was galt bis vor ungefähr 20 Jahren. Inzwischen haben wir natürlich auch digitale Kommunikation und ich meine jetzt nicht nur, dass Journal-Artikel inzwischen vornehmlich als E-Books erscheinen, sondern ich meine auch noch sowas hier, dass wir auch inzwischen solche Phänomene haben wie Tweets. Twitter ist ein unglaublich wichtiges Medium für uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir haben auch Visualisierungen, Datenvisualisierungen, die manchmal auch interaktiv sind. Wir werden danach auch noch was sehen. Wir finden, dass Datenbestände von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern inzwischen mit veröffentlicht werden in Datenrepositorien, dass wir uns die alle selber runterladen und damit selber weiter analysieren können. Das sind alles neue Dinge, die auch Wissenschaftssprache ganz grundlegend prägen, aber da gibt es noch nicht wirklich theoretische Modelle, um das genau zu fassen. Ich wollte es hier nur mal erwähnt haben. Gut, und jetzt möchte ich Ihnen in Anlehnung an Kretzenbacher, den Text stelle ich Ihnen gerne zur Verfügung, einen
interessantes Phänomen gerne vorstellen. Sie erinnern sich vielleicht an die Sitzung zur Medienlinguistik, wo wir es von der prinzipiellen Perspektiviertheit sprachlicher Äußerungen hatten. Also eine ganz objektive Darstellung hieß es eigentlich unmöglich. Es muss immer von einem bestimmten Standpunkt, von einer bestimmten Perspektive aus formuliert werden. Und wir hatten mit dem Neutralismus gesehen, wie in der massenmedialen Kommunikation damit umgegangen werden kann, um trotzdem sowas wie Objektivität und zu erreichen, obwohl es eigentlich nicht möglich ist. Ja, und eine Objektivität spielt natürlich auch in der Wissenschaft eine maßgebliche Rolle. Wir erwarten natürlich von Wissenschaft, dass sie objektiv ist und dass die Erkenntnisse valide sind und dass es nicht nur die subjektive Meinung einer einzelnen Person ist. Und die Frage ist, wie können wir das leisten? Und es gibt eben eine Stilistik der Sachlichkeit, die sich historisch herausgebildet hat und die inzwischen fest etabliert ist. Und wenn Sie lernen, wissenschaftlich zu schreiben, dann lernen Sie nicht zuletzt, wie Sie diese Stilistik der Sachlichkeit selber sprachlich, textlich umsetzen können. Was heißt Sachlichkeit? Es ist so, und das macht Kretzenbacher mit einer Metapher klar, dass die sprachliche Verfasstheit der Mitteilung, die unumgänglich ist, die sprachliche Mitteilung, Verfasstheit der Mitteilung über die Fakten soll ausgeblendet werden, dass wir quasi nur die Fakten selbst im Blick haben und die Sprache gewissermaßen unsichtbar wird. Die Sprache soll transparent wie Glas sein. Das ist in der Dichtung anders. In der Dichtung soll Sprache gerade sichtbar gemacht werden durch sowas wie Reim oder durch unkonventionelle Sprachbilder durch Metrum und so weiter, die also die Sprache selbst in den Blick rückt. In der Wissenschaft genau andersrum, Sprache soll unsichtbar sein. Diese Metapher der Transparenz schließt sich an, und da gibt es ein kleiner Exkurs an ein Metaphernfeld, was insgesamt unsere Sprache durchzieht, und zwar insbesondere seit der Aufklärung lässt sich das nachvollziehen. Ein Metaphernfeld, das Verstehen insgesamt als Sehen konzeptualisiert. Ja, wir sprechen von Klarheit, von einem klaren Text oder dass man sich klar ausdrückt. Hingegen sprechen wir bei unverständlichen Texten von dunklen Texten, was also auch auf Visualität und Optik abzielt. Wir sprechen von einem undurchsichtigen Text, einer undurchsichtigen Argumentation. Wenn wir was verstehen, sagen wir, dass wir etwas einsehen. Ja, oder dass es etwas einsichtig ist, und damit meinen wir eben auch verständlich. Wir sprechen von den Durchblick haben, auch da, was wir sagen, mir geht ein Licht auf, wenn ich etwas verstanden habe, helle sein als Intelligenz, im Dunkeln tappen als etwas noch nicht verstanden haben. Sie sehen, sowohl fachsprachlich als auch alltagssprachlich und in Sprichwörtern, Redewendungen und so weiter gibt es dieses Metaphernfeld Verstehen als Sehen, und das, daran schließt sich eben auch die Idee einer transparenten Sprache an. Und das Problem ist nun, dass diese Transparenz in der wissenschaftlichen Sprache, und das ist sozusagen ein Paradox, muss ja selbst sprachlich hergestellt werden. Wir können Sprache sozusagen nicht wirklich weglassen. Ja, wenn Sie wirklich nur reine Zahlen, also häufig sind wissenschaftliche Ergebnisse letztlich Zahlenreihen, zumindest in den quantitativen Zugängen. Zahlenreihen als solche sind aber nicht überzeugend, und damit können Sie keine wirkliche Erkenntnis vermitteln. Sie müssen es sprachlich vermitteln, müssen es aber so tun, dass Sprache nicht auffällt. Und wie machen Sie das? Indem Sie sprachliche Kunstgriffe anwenden, die die Sprache selbst unsichtbar macht. Ja, interessant, das Phänomen. Kretzenbacher spricht von einer stilistischen Tarnkappe, welche das Medium Sprache der Wahrnehmung entzieht. Ganz tolles Sprachbild. Überhaupt ist dieser Text wirklich ein Genuss, einfach in der Metaphorik, die dort aufgefahren wird. Also, ne, Sie kennen Tarnkappen, Sie setzen die sich auf und dann sind sie unsichtbar. Und das Medium soll der Wahrnehmung entzogen werden, dass der Blick davon abgelenkt wird gewissermaßen. Und Kretzenbacher beschreibt das in Anlehnung an Weinrich als drei Tabus. Es gibt sozusagen drei
Gebot oder besser gesagt Verbot, was wir in der Wissenschaft normalerweise nicht tun sollten, damit Sprache unsichtbar wird. Und wir haben zunächst das Ich-Tabu. Sie kennen das alle, dass wir nur mit Bedacht und nur in bestimmten Situationen Ich sagen sollten. Also wir können mal formulieren, vermeide so weit wie möglich die erste und zweite Person, um die dritte umso stärker zu betonen. Sie kennen vielleicht das Organon-Modell von Karl Bühler. Ja? Der eine sagt dem anderen was über die Dinge, dieses Dreieck. Und da können wir also auch die drei Personen zuordnen, erste, zweite, dritte Person. Und wir können sagen, Moment. Entschuldigung, da war mir gerade das Licht verreckt. Wir können also sagen, die erste und zweite Person soll möglichst weggelassen werden, damit die dritte Person umso mehr in den Vordergrund rückt. Und tatsächlich ist es so, dass wir selten in wissenschaftlichen Texten sowas finden. Ich habe mich schon immer für Nominalstil und Satzbaupläne interessiert, sondern es heißt dann, Satzbaupläne sind seit jeher ein vielversprechender Gegenstand der Linguistik oder ähnliches. Wir finden ein Metaphern-Tabu. Wir sollen also in der Wissenschaft möglichst verzichten auf Metaphern, die bloß der Ausschmückung dienen. Also wir sollten nicht sowas sagen wie, die Forschung dazu ist ein undurchdringbarer Dschungel oder ähnliches, sondern wir sollten uns möglichst beschränken auf nüchterne und eindeutige Darstellungen. Wir werden sehen, dass man auf Metaphern nie gänzlich verzichten kann, aber eben die bloß Ausschmückenden sollen weggelassen werden. Und schließlich ein Erzähltabu. Man soll verzichten auf narrative Rekonstruktionen zugunsten einer zeitlosen und unpersönlichen Darstellung. Tatsächlich ist es ja so, dass jede wissenschaftliche Erkenntnis auch eine Geschichte hat und die auch häufig eine persönliche Geschichte der Forschenden ist. Und die wird auch häufig in populärwissenschaftlichen Darstellungen dann auch so erzählt. Sie kennen vielleicht die Story von Christian Drosten, der dann nachts in seinem alten Opel quer durch Deutschland gerast ist, um im Labor seiner zündenden Idee nachgehen zu können. Von so einer Geburtstagsfeier ist er da Hals über Kopf aufgebrochen. Solche Storys sind interessant, ja, aber werden natürlich niemals im entsprechenden Journal-Artikel landen, sondern da soll man eben die Sachen möglichst unpersönlich darstellen. Das heißt, Wissenschaftlichkeit, und das ist eigentlich interessant, die Wissenschaftlichkeit des Stils ist letztlich das Ergebnis von Disziplinierungen, wenn wir von Tabus sprechen. Ja, also man versucht, das, was uns im Alltag auszeichnet, dass wir Individuen sind, dass wir unsere eigene Geschichte erzählen und dass wir uns auch mal in Bildern metaphorisch ausdrücken, das wird sozusagen alles beschnitten, zurückgedrängt und dann kommt im Ergebnis sowas wie ein wissenschaftlicher Stil raus. Und Disziplinierung ist ja auch auf Ausbildungskontexte anzuwenden. Natürlich ist der Erwerb von wissenschaftlicher Schreibkompetenz auch ein Disziplinierungsprozess. Ja, und wir sprechen ja auch von wissenschaftlichen Disziplinen. Ganz interessante Analogie. Gut, schauen wir uns mal das an einem Beispiel an. Wenn wir den Artikel von Hennig weiterlesen, dann finden wir hier diese beiden Abschnitte. Und ich möchte so ein paar Punkte herausgreifen. Schauen Sie mal hier. Da heißt es hier, als Beschreibungsrahmen wird ein Vergleich gewählt. Oder es erscheint interessant. Also eine Deagentivierung durch Passivkonstruktionen oder dieses erscheint interessant, wo unklar ist, wo es offen gelassen wird, wer sich eigentlich für etwas interessiert. Ja, also die handelnden Personen und auch die wahrnehmenden Personen werden ausgeblendet durch diese Formulierungen. Und dadurch kann man natürlich auch auf Ich verzichten. Ja, Sie könnten natürlich auch schreiben, ich werde dafür einen Vergleich vornehmen. Und das wäre auch in Ordnung. Also ich sehe das nicht so eng, sofern sich das Ich auf die Rolle der Verfasserin bezieht und auf die Rolle, ja eben auf die Verfasserinnenrolle und nicht so sehr auf die Person Mathilde Hennig, dann fände ich es in Ordnung, aber wir finden es eben typischerweise, dass gänzlich ohne Ich formuliert wird. Wir finden hier die Rede von Vergleich, von Inventarisierung, also eine Deverbalisierung.
Sobald wir Verben verwenden im Deutschen, müssen wir auch die mit einer Person markieren. Und das ist dann prinzipiell anfällig, dass da auch ein Ich eingesetzt wird. Und wir können das lösen, indem wir einfach ganz zum Nominalstil ausweichen. Ne? Also das heißt dann nicht, ich werde vergleichen und ich werde inventarisieren, sondern man spricht einfach nur von der Inventarisierung und dem Vergleich, wodurch es nochmals objektiviert wird. Wir finden hier die Metapher des Satzbauplans. Natürlich ist das eine Metapher. Ne? Überhaupt, dass wir von Satzbau sprechen, da wird ja nichts im engen Sinne gebaut. Und schon gar nicht ist es so, dass man einen Bauplan, es gibt ja Baupläne, aber es gibt nicht im engen Sinne Satzbaupläne. Das sind sozusagen metaphorische Konzepte. Das ja, aber es sind natürlich konventionalisierte Metaphern, die nicht mehr als solche auffallen. Und deren metaphorischen Status man sich im Gegenteil sogar manchmal erst bewusst machen muss. Ein letztes Phänomen, darauf möchte ich Sie hinweisen, ist das hier. Da heißt es dann, wenn sie Beziehungen in den Blick nimmt. Wenn wir schauen, worauf bezieht sich das sie, dann heißt es hier die Inventarisierung. Wir könnten jetzt sagen, eine Inventarisierung kann nichts in den Blick nehmen. Nur belebte Wesen können Dinge in den Blick nehmen. Ja, es ist nicht ganz klar, wie man es linguistisch deutet. Man könnte es als Metonymie deuten, auch als eine Metapher, Metapher dem Subtyps Personalisierung, ja, in dem also die Inventarisierung gleichsam als Person gehandelt wird. Es gibt auch so einen Zwischentypus Metaphtonymie, aber das sind Detailfragen. Worauf es mir nur ankommt, ist zu zeigen, dass hier die Inventarisierung gewissermaßen mit Eigenschaften und Fähigkeiten ausgestattet wird, die sie eigentlich nicht hat, um dadurch aber auch sozusagen die einzelne wahrnehmende Person möglichst in den Hintergrund rücken zu lassen. Ja, also auch hier muss man nicht sagen, ich werde in den Blick nehmen oder ähnliches, sondern man schiebt das der Inventarisierung zu. Das als kleine Beispielanalyse, und wenn Sie mal darauf achten, bei der Lektüre von wissenschaftlichen Texten werden Sie diese Merkmale immer wieder beobachten können. Ja, so wird also Transparenz hergestellt. Wenn wir vom Fach sind, dann lesen wir das und diese Kunstgriffe fallen uns gar nicht auf, sondern wir können dann den Blick wirklich auf die Konzepte, auf die Fakten und so weiter richten, die hier berichtet und diskutiert werden. Wir müssen aber natürlich sagen, diese Transparenz gilt für Fachleute und ist nicht zu verwechseln mit Verständlichkeit, denn dieser Text mag transparent sein. Verständlich ist er nicht. Also selbst ich, der ich einfach nicht kein ausgewiesener Syntaxexperte bin, muss hier schon sehr, sehr genau lesen, dass ich wirklich verstehe, worum es hier geht. Und wenn Sie nicht vom Fach sind, haben Sie keine Chance. Sie verstehen nichts, worum es hier geht, was der Komplementärwandel von Satz- und Nominalgruppe ist und was systematische Beziehungen zwischen Satzbauplänen und Nominalgruppenbauplänen sein könnten. Keine Ahnung. Ja? Und deswegen müssen wir Verständlichkeit losgelöst davon betrachten. Und schauen wir uns mal an, wenn wir uns schauen, was eigentlich Wissenschaft noch für Gütekriterien hat, insbesondere in der Außendarstellung von Wissenschaft, ist Verständlichkeit natürlich ein ganz wichtiges Gütekriterium. Natürlich verlangen wir auch von der internen Wissenschaftskommunikation, dass man verständliche Texte produziert. Ja? Und ansonsten kommen die Sachen nicht durchs Peer Review, aber eine allgemeine Verständlichkeit für die Öffentlichkeit ist ein Kriterium, was vor allem für die externe Wissenschaftskommunikation wichtig ist, aber dafür tatsächlich umso wichtiger ist. Externe Wissenschaftskommunikation, was wir auch Wissenschaftstransfer nennen, interessante Metapher übrigens, ja, dass also was übertragen wird von diesem internen Bereich hin in die Öffentlichkeit, da ist vor allem die Aufgabe, etwas verständlich zu machen. Ne? Und das gilt für mich als Lehrperson auch, gilt für mich aber erst recht, wenn ich zum Beispiel Interviews gebe oder bei der Langen Nacht der Wissenschaft oder so auftrete. Und ganz grob können wir sagen, dass es darum geht, wissenschaftliche Erkenntnisse zu popularisieren, also für einen größeren Personenkreis zugänglich zu machen.
Und da gibt es bestimmte Formate, Wissenschaftsjournalismus, sowas wie der Coronavirus-Update-Podcast, aber auch die diese Wissensseiten in den Zeitungen oder Fernsehmagazine, Sie kennen das alle. Aber es gibt auch interessantere, kleinere Formate, Erklärvideos auf YouTube, Blogs, vielleicht kennen Sie die Plattform Silox, Podcast Twitter, ich möchte sehr empfehlen, den Real Scientists Twitter-Account, klicken Sie mal drauf, kann jetzt hier nicht genau darauf eingehen. Science Slams, und dazu möchte ich doch ganz kurz einen Werbeblock einschieben. Ich habe nämlich ein Seminar mal gegeben zum Thema Wissenschaftskommunikation. Und da haben Erik Gebel und Laura Sandig teilgenommen, haben ihre Hausarbeit geschrieben, ja, was heißt geschrieben, produziert als Video zum Thema Science Slam. Wir gucken uns mal die ersten 90 Sekunden an. Bis zum Rand gefüllte Vorlesungssäle, Menschen, die wie gebannt nach vorne schauen und den Worten des Redners oder der Rednerin folgen, dabei wissenschaftliche Erkenntnisse in sich aufsaugen und auch noch eine unglaublich gute Zeit dabei haben. Was sich für den ein oder anderen Dozierenden wie die ultimative Wunschvorstellung einer perfekten Vorlesung anhört, besonders jetzt durch die eingeschränkten Möglichkeiten der Covid-19-Pandemie, gibt es so, beziehungsweise so ähnlich, tatsächlich. Science Slam nennt sich das dann. Aber was ist das eigentlich, so ein Science Slam? Zukunft der Wissenschaftskommunikation oder nur irgend so ein komischer Hype? Und wird dabei wirklich Wissen vermittelt oder ist das am Ende alles nur eine ganz große Show? Darauf versuchen wir in diesem Video eine Antwort zu geben. Wir, das sind Laura Sandig und Erik Gebel, Studierende der TU Dresden, die das Seminar Wissenschaftskommunikation 2.0 bei Professor Simon Meyer-Vieracker besucht haben und es uns jetzt zur wahnwitzigen Aufgabe gemacht haben, eine Hausarbeit nicht analog als Papier, sondern digital als Video zu produzieren. Dementsprechend sind wir auch gespannt auf euer Feedback zu diesem Format, dieser Prüfungsleistung 2.0 sozusagen. Gut, das nur als kleiner Einblick. Schauen Sie sich's gerne an. In dem Video wird dann auf vorbildliche Art und Weise, wie ich meine, analysiert, was dieses Format ausmacht, was sprachliche Strategien sind, die wir in Science Slams beobachten können und eben überhaupt mal ein Zeichen, was alles möglich ist, bei uns in der Lehre, in der angewandten Linguistik, auch solche alternativen Formate. Es ist wirklich toll und klicken Sie sich gerne mal rein. Gut, aber jetzt wollen wir uns mal so Popularisierungsstrategien anschauen und wir folgen da jetzt zunächst mal einem den Forschungen von Jörg Niederhauser, der das beschrieben hat, schon in einer älteren Arbeit, der hier das in so einem Pyramidenmodell visualisiert hat. Also die Idee, dass von einem sehr engen AdressatInnenkreis sozusagen immer erweitert wird und deswegen wird die Pyramide unten immer, immer breiter. Wir haben also den Journal-Artikel, wir haben dann was schon ein bisschen größeres Feld adressiert und wo man auch durchsteigen kann und auch für die geschrieben ist, die nicht ultra tief im Thema drinstecken, die Überblicksartikel, die wir manchmal in Journals finden. Wir finden dann auf den Informationsseiten von wissenschaftlichen oder wissenschaftsnahen Organisationen manchmal so Zusammenfassungen, wo der Stand der Forschung aufbereitet wird und dann schon für eine größere Öffentlichkeit, das WHO hat sowas, das RKI, Sie waren bestimmt schon mal auf solchen Seiten. Wir haben dann den Wissenschaftsjournalismus, der durchaus spezialisiert sein kann, ja, also der dann auch manchmal sehr anspruchsvoll sein kann, schon viel Fachwissen voraussetzt, aber eben trotzdem ganz explizit an Nichtwissenschaftlerinnen adressiert ist und an Laien adressiert ist. Und dann haben wir sozusagen als die breiteste Variante, und wir können hier viele Formate einsetzen, aber jetzt mal als Beispiel ein YouTube-Video, denken wir an MyLab oder Ähnliches. Wir werden nachher noch andere Beispiele sehen. Wo hier, also da ist die Zugangsschwelle sozusagen noch mal niedriger und hier können wir sagen, das soll die größte Öffentlichkeit erreichen. Und ganz grundlegend können wir sagen, dass ein wissenschaftlicher Text von den Journal-Artikeln
sozusagen von oben nach unten durchgereicht wird und dabei bestimmte Transformationen durchläuft, also popularisiert werden muss, zugänglich gemacht werden muss. Und Niederhauser hat das beschrieben, wie gesagt 1997, das ist schon eine Weile her, aber viele Dinge haben immer noch Bestand. Er führt zuerst Techniken aus, also sehr kleinteilige Techniken, die ich der Reihe nach durchgehen möchte. Es muss die Informationsfülle reduziert werden, das heißt, allzu spezialisierte Informationen werden normalerweise weggelassen in den populären Darstellungen. Wir haben aber auch eine Reduktion der Informationsdichte. Das heißt, es ist nicht einfach nur so, dass die Sachen kürzer werden, nein, sie werden manchmal auch länger, indem allzu voraussetzungsreiche Informationen erläutert werden müssen. Fachwörter zum Beispiel müssen erklärt werden. Oder andere Dinge, die man bei Fachleuten einfach stillschweigend voraussetzen kann, müssen zunächst mal erläutert werden. Eben, die Erklärung von Fachwörtern ist so ein Beispiel dafür. Wir finden, dass normalerweise der wissenschaftliche Apparat entweder weggelassen oder in Endnoten ganz am Ende des Buches ausgelagert wird, sodass wir, oder Quellenangaben nicht im Text, sondern nur noch mit Fußnoten, man muss dann irgendwo suchen, damit erstmal der Text als solcher gut lesbar ist und diese Detailinformationen, die werden schon mitgeliefert, sind aber nicht so präsent wie in den eigentlichen wissenschaftlichen Texten. Und wir finden viel, viel mehr Bilder. Nicht nur tatsächliche Bilder und Visualisierungen, auch teilweise Fotos von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wie sie an ihrem Schreibtisch sitzen, ein Bücherregal im Hintergrund und solche Dinge, wie wir sie manchmal finden. Aber eben auch Metaphern, ungleich höheres Maß an Metaphern. Klemm hat dazu was geschrieben, kann ich sehr empfehlen. Strategien grenzt Niederhauser davon ab. Das ist nicht wirklich strikt, die Unterscheidung. Strategien ist aber sozusagen eher weitergefasst und eher inhaltlich. Er zeigt eben die Personalisierung. Ich habe es schon angedeutet, häufig finden wir einen Fokus auf Wissenschaftlerinnen, Persönlichkeiten, deren persönliche Geschichte auch viel, viel stärker im Fokus steht. Und ganz häufig orientiert man sich am Nutzen, am konkreten alltagspraktischen Nutzen der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Was heißt das jetzt für mich konkret? Und es wird an Alltagserfahrungen angeknüpft. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie stehen morgens in der Dusche und dann wird dann von dieser Alltagserfahrung aus dann das Thema vermittelt. Und das Ganze kann man mustergültig sehen an diesem YouTube-Video, was ich leider nicht zeigen kann aus Urheberrechtsgründen, aber klicken Sie unbedingt mal drauf und schauen Sie sich das an. Es heißt, das Coronavirus erklärt und was du jetzt tun solltest, also ganz konkret hier die alltagspraktische Anwendung, von dem wunderbaren Kanal Dinge erklärt und kurz gesagt. Und wenn wir uns da das Transkript runterladen, das können Sie da, also das ist ja untertitelt, können Sie dann sich rausziehen, dann finden wir hier so einen Satz zum Beispiel. Corona könnte sich auch über Oberflächen verbreiten, aber wir wissen noch nicht, wie lange das Virus dort stabil ist. In der Videobeschreibung sind die Quellen jeweils angegeben für die einzelnen Aussagen. Und so heißt es im Original. The survival abilities on the surfaces of 8 different materials and in water were quite comparable, revealing reduction of an infectivity after 72 to 96 hours exposure. Hier haben wir also viel mehr Informationen, aber spezialisierte Informationen, dass es 8 verschiedene Materialien waren. Und hier heißt es nur, wir wissen noch nicht, wie lange. Und hier ist es viel präziser, 72 bis 96 Stunden. Das sind eben Spezialinformationen, die werden weggelassen. Auf der anderen Seite finden wir sowas hier. Normalerweise weisen T-Killerzellen infizierte Zellen an, sich selbst zu zerstören. Ganz verwirrt befehlen sie das jetzt aber auch gesunden Zellen. In der Quelle, auf die verwiesen wird, ist es viel knapper. Da heißt es einfach, cytotoxic T-Cells kill their targets by programming them to undergo Apoptosis. Und das ist letztlich genau das Gleiche, nur sind hier eben viele Dinge einfach vorausgesetzt, dass man weiß, was zytotoxische T-Zellen sind, man weiß, was Apoptosis ist und man weiß, was Programming them
oder Programming Targets genau bedeutet. Fachleute wissen das, die müssen das nicht erklärt bekommen, aber in diesem Populärwissenschaftstext wird es eben ausgeführt. Und dann auch sowas wie ganz verwirrt, das ist natürlich eine zusätzliche Aufladung, die sozusagen eine metaphorische Aufladung ist. Ja? Und diese Metaphern finden wir vielfach in diesem Text. Ein wunderbares Beispiel, um zu zeigen, wie Metaphern eingesetzt werden. Da heißt es, als blinder Passagier reist das Virus ahnungslos, führt es einen Auftrag aus, kopieren und zusammenbauen und dann immer mehr Kopien und dann ein letzter Auftrag, Selbstzerstörung. Das ist natürlich metaphorisch, ist doch klar. Eine Metapher, eine Zelle kann keine Ahnung haben, kann auch nicht ahnungslos sein und sie hält auch keinen Auftrag, aber so wird es eben nachvollziehbar. Das Immunsystem fällt auch nicht wörtlich in einen Kampfrausch und es gibt auch keine Soldaten. Also diese T-Zellen werden hier als Soldaten beschrieben. Wir finden hier mustergültig vorgeführt, was Eva Gredel in ihrer wichtigen Arbeit über metaphorischem Reden über Viren ausgeführt hat. Transportmetaphern, Kommunikationsmetaphern und Kriegsmetaphern bestimmen unsere Reden über Viren. Sie macht es am Beispiel von AIDS und anderen Viren, weil die Arbeit von 2014 ist. Aber das lässt sich auch im Corona-Diskurs alles genauso wieder beobachten. Fremdwörter werden erklärt, das hatte ich gezeigt, und da gibt es zwei verschiedene Arten und Weisen, wie das geschehen kann. Wir haben einmal anaphorisch rückverweisend, hierzu ein Beispiel, da heißt es zunächst Zytokine, also es kommt zuerst das Fachwort und dann kommt die Erklärung, direkt nachgestellt, winzige Informationsproteine, die fast alle und so weiter. Wir haben umgekehrt aber auch häufig den Fall, dass wir zuerst die Erläuterung haben, dann wird das Fachwort sozusagen nachgeliefert. Hier ein Beispiel von Christian Drosten aus dem Podcast, also Sterblichkeit bezogen auf die Zahl der Infektionen. Und dann kommt nochmal die Ergänzung, das, was die Wissenschaft Letalität nennt. Das ist besonders auch in Lehrbüchern häufig anzutreffen. Ich mache das auch immer wieder, ja, auch in Interviews. Ich sage zuerst, was Allgemeinsprache sagt dann, und wir nennen das in der Linguistik idiomatische Prägung oder Ähnliches. Genau, das sind also ganz typische Popularisierungsstrategien, die Niederhauser beschrieben hat und die wir auch in diesen neuen Formaten beobachten können. Beim Podcast, den ich schon angeteasert habe, der inzwischen dieses Titelbild hat, weil Christian Drosten ja nicht mehr nur interviewt, sondern auch Sandra Ziesek. Leider hat Sandra Ziesek nicht ins Titelbild geschafft. Inzwischen ist das Titelbild. Aber gucken wir uns mal an. Christian Drosten sagt in Folge 16 hier, spricht ja auch von der Abteilung Antikörper, Abteilung Zellen, von Immunpolizei, Zellpolizei, Angreiftruppe. Also auch er verwendet immer wieder Metaphern. Dazu hat Aljena Rhein in meinem Seminar auch eine Hausarbeit geschrieben. Finden Sie auf unserer Homepage. Ich werde es auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Eine Hausarbeit über Metaphorik im Christian Drosten Podcast. Auch hier interessant, wie hier das Fachwort erklärt wird, Avidität. Er sagt, man kann es nicht wirklich übersetzen, aber er stellt ihm trotzdem mal was vor, Bindungsstärke, und gibt dann aber noch ein paar andere, eher assoziative Beschreibungen, Gier und Gierigkeit. Interessant finde ich auch, dass er sagt, man kann sich das vielleicht am besten übersetzen. Ja? Und dieses Gier, Gierigkeit spielt natürlich mit Assoziationen und das auch ganz gezielt, um bei den Laien, Hörerinnen und Hörern ein Verständnis dafür zu entwickeln, für dieses Fachkonzept, für diesen Fachterminus, der aber eben trotzdem mitgeliefert wird. Und gerade diese Doppelstruktur, einerseits das fachsprachliche Register, aber eben auch die Erläuterungen mit diesen ganzen Assoziationspotenzialen, Metaphern und so, das ist ganz typisch für popularisierende Texte. Gut, aber interessant ist nun, dass diese, und das ist das Neue, das, was Niederhauser noch nicht im Blick haben konnte, 1997, dass wir in digitalen Medien nicht nur den Transfer von der internen Wissenschaftskommunikation raus in die externe, so einen einseitigen Popularisierungsprozess beobachten können, denn digitale Medien haben ja die Eigenschaft, dass sie hypertextuell vernetzt sind. Das wissen Sie.
auch diesen Messenger musste ich gerade ausmachen, hypertextuell vernetzen. Da können wir uns dann die Quellen aufrufen. Und das wird eingesetzt in den Formaten. Zum Beispiel kann man, das sehen Sie hier, hier ist also diese Studie verlinkt, die kann man sich dann aufrufen und kann, wenn man daran interessiert ist, auch nachlesen. Und wir können auf Twitter nachvollziehen, dass es auch geschieht, dass Menschen das tatsächlich tun. Zum Beispiel hier mein Kollege Jürgen Hermes von der Uni Köln twittert hier, ich glaube, das ist die Grafik, auf die Christian Drosten sich bezieht, im Podcast wohlgemerkt. Hier können wir sehen, dass also tatsächlich, Jürgen Hermes ist zwar Wissenschaftler, aber er ist kein Virologe, einfach interessierter Laie und sucht sich aber die Informationen raus, die angedeutet werden und nutzt also diese Retransfermöglichkeiten sozusagen. Und das können wir auch nachvollziehen hier bei diesem Coronavirus erklärten, was du jetzt tun solltest, Video. Hier gibt es nämlich, schauen Sie sich bitte gerne mal im Original an, gibt es hier dieses Begleitdokument, Shownotes könnte man sagen, und das ist ein ganz interessantes Dokument. Wenn wir da reingucken, dann sehen wir hier in Fett gedruckt immer die einzelnen Zitate aus dem Skript, dann sehen wir hier die Quelle und dann die genaue Quote, auf die man sich bezieht, ne? Also, und dann können wir in die Richtung sozusagen den Popularisierungsprozess rekonstruieren, aber Nutzerinnen und Nutzer haben eben auch die Möglichkeit, den Weg sozusagen zurück zu beschreiten, also von der populären Darstellung hin zur wissenschaftsinternen, wissenschaftlichen Darstellung. Und wir können uns dann auch eben diese Quelle hier aufrufen und können uns dann auch diese Grafiken anschauen, die wissenschaftliche Visualisierungen sind. Und manchmal finden wir dann auch tatsächlich, schauen Sie mal hier, Source Data. Hier sind also die Originaldaten tatsächlich verlinkt. Wir können dann sogar selber wissenschaftlich aktiv werden, wenn wir interessiert daran sind, und können selber mal statistische Auswertungen mit diesen Daten vornehmen. Und das ermöglicht die Digitalisierung. Früher war das nicht möglich, aber jetzt geht es und die Sachen sind angelegt, auch schon in der Art und Weise, wie Wissenschaft popularisiert wird. Und das Ganze können wir auch sehen bei MyLab, die erwähnte MyLab. Sie kennen dieses berühmte Video, Corona geht gerade erst los. Ich danke dem Redaktionsteam, dass ich die Freigabe bekommen habe und einen Ausschnitt hier einbinden zu dürfen. Ich spiele mal ein paar Sekunden vor. Im Netz gibt es einige Online-Simulationen von Epidemien, mit denen man ja rumspielen kann. Jetzt mal nur zur Veranschaulichung. Der ist ganz gut. Wir können jetzt hier die Parameter, sowas wie Ansteckung, Hospitalisierungsrate und so weiter, so einstellen, wie die Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie in ihren Simulationen gemacht hat. Und dann schauen, wie lange es dauern wird, bis wir wieder zu Containment übergehen können. Jetzt muss ich hier eine Annahme. Also hier haben wir so eine Datenvisualisierung, so eine interaktive Datenvisualisierung, wie sie mit digitalen Medien möglich ist. Da sind die Originaldaten hinterlegt und dann Parameterformen. Wir können dann damit rumspielen, wie es heißt. Mir kommt es darauf an, das haben Sie gesehen, auch diese Scroll-Bewegungen von MyLab, von My, dass dann dieses Dokument eingeblendet wird und dann auch der Mauszeiger und dann werden dann einzelne Passagen gelb markiert. Hier wird sozusagen das Nutzungsverhalten reenacted, wie man sagt, also Reenactment, eine Neuinszenierung, wo genau dieser Weg von der populären Darstellung zurück zu den originalen Quellen, zu den originalen Daten vorgeführt wird und dadurch auch eine Einladung ausgesprochen wird, das auch selber doch mal nachzumachen. Ja, und deswegen ist dieses Format von MyLab auch so großartig, weil hier eben nicht einfach nur sozusagen das fertige, popularisierte Produkt präsentiert wird und dann immer wieder die Möglichkeit gegeben wird, sozusagen selber die Leiter wieder hochzusteigen, hin in den Elfenbeinturm, sage ich jetzt mal, um dieses Klischee mal aufzugreifen. Ja, ganz tolles Format und nochmals danke an das Team um MyLab, dass ich das präsentieren darf. Das heißt, das hier hatte ich schon gezeigt. Das ist die Aufgabe von Wissenschaftskommunikatorinnen klassischerweise gewesen, die Dinge von oben nach unten durchreichen. Aber im digitalen Diskurs ist es eben auch möglich, hier wieder zurückzugehen und
Darauf gilt es zu reagieren. Und das machen auch, gute Formate machen das und digitale Medien ermöglichen das ja auch durch Verlinkungen und so weiter. Gut, und digitale Medien ermöglichen noch viel mehr, denn Wissenschaftskommunikation kann eben auch in sozialen Medien stattfinden. YouTube ist ein Beispiel dafür, denn wir finden auf YouTube ja auch Kommentare, Kommentarbereiche. Und hier mal ein Beispiel von diesem Coronavirus-Update-Video. Ein User kommentiert hier: Ich glaube, sobald veröffentlicht wird, dass die Kurve abflacht, freut sich die Bevölkerung, es wird sich wieder in Herden getroffen. Und interessanterweise wird reagiert. Also das Team MyLab, ich weiß nicht genau, wer schreibt. Ich nehme mal an, das ist ein ganzes Team. Wer das ist, können Sie ja nachlesen, wer im Redaktionsteam drin ist, Jens Völl und andere. Und Sie können dann sehen, wie hier geantwortet wird. Und das ist interessant, weil hier zuerst teilweise zugestimmt wird. Das ist tatsächlich tricky, aber man muss davon ausgehen, auch nur je länger, also auch hier so eine konzedierende Konstruktion. Und dann, man kann nur hoffen, also der Blick dann so in die Zukunft. Und hier kann man also sehen, dass die Argumente schon auch aufgegriffen werden und mit den Argumenten der Userinnen und User gearbeitet wird in der weiteren Vermittlung. Und es ist ganz interessant zu sehen, da gibt es auch neue Forschung zu, wie solche Interaktion in den Kommentarbereichen von YouTube aussieht. Christian Drosten, anderes Beispiel. Er hat hier mal das getwittert. Relativ kryptische Grafiken und auch sehr komprimiert seine Interpretation, Reinfection, Reactivation, Reoccurrence, PCR Positivity, After Recovery, Look, How PCR Toggles und so weiter. Und als Laien sind wir da überfordert. Dem hat Renate Künast Ausdruck verliehen. Sie hat dann drunter kommentiert: Lieber Christian Drosten, ob Sie uns Laien ein kleines Abstract machen. Und das wiederum zitiert Christian Drosten mit diesem Druko klar und popularisiert es also nochmals weiter. Und in den sozialen Medien können wir genau das beobachten, wie also die Wissenschaftlerinnen auf der Bühne sozusagen der sozialen Medien in direkte Interaktion mit den Nutzerinnen und Nutzern treten und dort dann Wissenschaft in so kleinen Häppchen vermitteln. Und ziehen wir also mal ein Zwischenfazit. Wir können sehen, dass digitale Wissenschaftskommunikation und auch ihre digitalen Anschlusskommunikationen ein ganz neues und wirklich interessantes Feld eröffnen für die Wissenschaftskommunikationsforschung. Bucher hat dazu ein ganzes DFG-Projekt gemacht. Ich habe hier Ihnen einen Text angegeben. Können Sie gerne mal reinlesen, was er herausgefunden hat über MyLab-Kommentarbereiche. Wir finden, dass sich dadurch auch die Akteure vervielfältigen. Also es ist nicht nur so, dass wir einfach die Wissenschaft haben und die WissenschaftsjournalistInnen, die das dann vermitteln und dann und die sind sozusagen die eigentlichen Player, sondern jeder kann gewissermaßen mitmischen, auch mit den Problemen, die das mit sich bringt, dass dann in den Kommentarbereichen gespammt und gehatet wird und so weiter. Aber das können wir beobachten und das gilt es auch in der Forschung zu beschreiben. Also die Arenen der Wissenschaftskommunikation vervielfältigen sich, so könnte man das sagen. Und all das, also diese Öffnung, diese Vielfältigung und die Öffnung verweist auf einen ganz wichtigen Aspekt. Digitale Wissenschaft, die also mit digitalen Medien arbeitet und auch digitale Wissenschaftskommunikation, die sich in digitalen Medien bewegt, die können wir als eine Art von Open Science beschreiben. Und damit möchte ich schließen für heute und auch für die Vorlesung insgesamt mit so einer Art Plädoyer. Open Science, das ist das Paradigma, was gerade, also dieser Stern geht gerade auf. Und ich befürworte das sehr und ich möchte darum Ihnen kurz näher bringen in einem abschließenden Exkurs, was Open Science ist. Sechs Säulen kann man unterscheiden. Wir haben zunächst mal Open Data. Wir sind gefordert, unsere Daten nachnutzbar offenzulegen, sofern es urheberrechtlich und personendatenschutzrechtlich vertretbar ist und ethisch vertretbar. Ja?
Aber wann immer uns es möglich ist, sollten wir Daten in Repositorien ablegen, damit andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch mit diesen Daten arbeiten können, für eigene Fragestellungen oder auch zur Überprüfung. Und Corpora, ne? Also wenn Corpora publiziert werden, wie das Deutsche Referenzkorpus oder ich mit meinen Fußballcorpora, dann ist das genau das. Open Source, wir sollten mit freier Software arbeiten und solche Software, deren Quellcode offen einsehbar ist, damit man es auch auf seine eigenen Zwecke anpassen kann. Und die ganzen Corpus-Tools, die so unterwegs sind, die funktionieren meistens so. Da ist die Software auf GitHub hinterlegt, Sie können sich das anschauen und können es anpassen und dürfen das auch. Open Methodology, man sollte seine Methoden offenlegen, man muss es immer machen, ja, wir müssen immer sagen, was sind die Methoden, aber es gibt eben auch Platzbeschränkungen und häufig ist es eben doch so, dass viele Dinge unausgesprochen bleiben und man sollte seine Methoden offenlegen, zum Beispiel die Skripte publizieren, die man bei der Auswertung verwendet hat. Man sollte die methodischen Entscheidungen vollumfänglich offenlegen und sei es nur in digitalen Begleitdokumenten. Open Peer Review, Sie alle kennen, denke ich, wie Peer Review funktioniert. Also bevor ein Text publiziert werden kann in einer Zeitschrift, muss er ein Review durchlaufen von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und das funktioniert klassischerweise anonymisiert. Also diejenigen, die Gutachten, bleiben anonym. Manchmal bleiben auch die AutorInnen anonym, also doppelblind. Ja? Also man weiß, der Reviewer weiß nicht, wessen Manuskript er gerade reviewt, in der Hoffnung, dass dann dadurch rein das sachliche Argument zählt. Allerdings kann man googeln, man findet häufig raus, wer das geschrieben hat, und man kann sich hässlicher Nebeneffekt von anonymen Reviews. Man kann eben auch ausfällig werden. Und wenn man mit Namen seinen Review zeichnen muss, ist man gezwungen, muss man sich einfach Mühe geben. Ja? Und man muss ja dafür gerade stehen. Und vor allem werden beim Open Peer Review die Reviews auch publiziert. Die gehen also nicht nur an die Autorinnen und Autoren und ans Redaktionsteam, sondern sind öffentlich für alle einsehbar, was den gesamten Publikationsprozess transparent macht. Wir haben Open Access, das heißt, am Ende sollten die wissenschaftlichen Publikationen frei zugänglich sein, sollten kein Geld kosten. Und immer mehr Zeitschriften sind Open Access, dass also noch nicht mal die Universitätsbibliothek zahlen muss, sondern wirklich frei zugänglich. Und schließlich Open Educational Resources, dass auch Lehrmaterialien auch nicht urheberrechtlich geschützt sind, kein Geld kosten, sondern frei zugänglich sind. Und das geht natürlich vor allem mit digitalen Materialien. Und ich möchte Sie gerne hinweisen, wenn Sie bei dem Video ganz unten, bei diesem Video unten in der Beschreibung mal gucken, dann finden Sie auch hier diesen Teaser, Open Educational Resource, und Sie finden hier eine Creative Commons Lizenz mit Quellenangabe. Das heißt, es hat eine offene Lizenz, dieses Video. Meine ganze Vorlesung ist eine Open Educational Resource. Jeder andere darf das verwenden. Und zwar ist es mit dieser Lizenz hier belegt. Sie sehen das ja auch hier unter, oder ich weiß nicht, kann mich gerade nicht orientieren. Sie finden irgendwo in dem Video immer diese Logos hier und diese Lizenz, CC BY. Das heißt, Sie dürfen mit meinem Video machen, was Sie wollen, unter einer einzigen Bedingung, Sie müssen die Quelle nennen. Den YouTube-Link und dass ich, Simon Meyer-Fiaker, der Urheber bin, aber dann dürfen Sie das Medium vervielfältigen, weiterverbreiten, Sie dürfen es remixen, verändern, darauf aufbauen und Sie dürfen sogar es verkaufen. Also Sie können, wenn Sie wollen, DVDs verkaufen mit meinen Vorlesungen. Keine Ahnung, vielleicht kauft es ja jemand. Probieren Sie es doch mal aus. Sie dürfen das. Vielleicht können Sie so ein Geschäft machen, was mich freuen würde. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir hier am Institut für Germanistik auch noch einen anderen Aktivisten haben in Sachen Open Educational Resource. Das ist mein Kollege Alexander Lasch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und Sie finden auf diesem Miro-Board unter diesem Link hier erreichbar. Alle digitalen Inhalte, die in den letzten anderthalb Jahren bei uns
oder ich glaube von Alexander Lasch sind auch noch ältere Sachen, bin mir nicht sicher, aber viel ist das Allermeiste von dem ist in den letzten anderthalb Jahren der digitalen Lehre entstanden. Alles Dinge, die komplett frei nachnutzbar sind, mit denen Sie machen können, was Sie wollen, wo Sie uns auch nicht um Erlaubnis fragen müssen, wenn Sie es einbinden wollen in Ihre Videos. Wir halten das für enorm wichtig, dass wir in der Wissenschaft uns an dieser Creative Commons Bewegung beteiligen. Also schon lizenziert, ja, es gibt Bedingungen, aber ansonsten sind die Schwellen denkbar gering und so hoffen wir, unseren Beitrag leisten zu können zu einer offenen Wissenschaft, zur Partizipation für möglichst viele, möglichst niedrige Schwellen. Und mit diesem pathetischen Plädoyer möchte ich schließen. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit, für heute und insgesamt für die Vorlesung. Ich wünsche Ihnen für die Klausur alles erdenklich Gute. Machen Sie es gut. Ciao.